So, heute Nacht machen wir mal eine andere Perspektive. Ich versuche mal ein bisschen mehr Überblick zu kriegen, also ein bisschen mehr Übersicht. Das Ding hat ja ungefähr nur die Brennweite wie ja, ein 50 mm Normalobjektiv an der Kleinbildkamera, so ungefähr. Also nichts großartig mit Weitwinkel. Und immer nur da unten am Haus will ich die auch nicht haben. Das ist ja quasi direkt vor unserer Terrasse da. Also, na gut, wir versuchen jetzt mal. Die Kamera steht da, sieht man. Ziemlich hoch. Und da werden wir den Futternapf für den Fuchs hinpacken dazwischen. Und dann hoffe ich, dass man, ja, da unten sieht man ja die Kamera stehen. Dann hoffe ich, dass ich sie hier hochlaufen sehe, denn die werden von da unten kommen. Da hängt ja noch der Meisenknödel, da mache ich aber keinen neuen rein diesmal, sondern der kann sich da den Rest holen, der da noch ist, wenn da noch was ist. Und dann sehen wir weiter. Und vielleicht kommt ja auch der Igel, dem kann ich ja seinen Napf auch hier irgendwo hinstellen, direkt daneben irgendwie. Ich denke mal, der Fuchs wird dann so satt sein, dass er das Igelfutter nicht auch noch frisst. Und wenn ja, dann soll er es fressen. Wir gucken mal. Ich glaube, ich hatte den Igel heute Nacht ausgesperrt, dass der quasi nur hier war. Wir haben ja da hinten, ist ja getrennt durch den Zaun, also nach vorne ist zu eigentlich. Und vielleicht war der ja hier in diesem Bereich und treibt sich hier irgendwo rum. Und dann werden wir sehen, ob er da wieder hinkommt oder ob er da überhaupt hinkommt oder ein anderer. Hier gibt es ja mehr Igel. Guck mal, die haben hier Deckung ohne Ende. Das war ja mein Plan bei diesem Garten. Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere zu schaffen. Ne? Wir haben hier Ringelnattern, wir haben Blindschleichen, wir haben alles Mögliche hier. Ja. Nur die werden wir nicht auf dem Film sehen, denke ich mal. So, also das ist der Plan heute. Das wäre so der Blickwinkel dann. Das ist jetzt hier Weitwinkel, ein bisschen so ungefähr. Und dann müsste man sie auch mal im Ganzen schön sehen, wie sie sich so bewegen, wenn sie ein bisschen im Freien sind. Und nicht da eng da unten in diesem Durchgang. Schauen wir mal, dann sehen wir ja. So, jetzt richte ich das Ding ein und dann ist gut. Dann geht heute Abend um 10 Uhr die Kamera an und ich bringe das dann so um 11 Uhr bringe ich das Futter raus. Gucken wir mal.